Hey Leute, willkommen zurück zu Fallout New Vegas. Wir wollten dort oben zu dieser Statue, zu diesen beiden Statuen und mal sehen, was es dort zu tun gibt. Denn wir brauchen einen Sheriff für Prim. Und das können wir dort vielleicht erledigen, diese Quest. Gibt's hier überhaupt was? Nur Kisten? Ach, guck mal. Kisten. Ja, nehmen Sie mal mit, dann muss ich gleich wieder was ablegen. Leute, jetzt kann ich nicht mehr springen, verdammt. Die können mir doch nicht so viel Zeug hier immer geben, dass ich dann nicht schnell laufen kann. Ich finde das total belastend irgendwie. Jetzt habe ich dann noch, was ich reparieren könnte. Gut, die Dings brauche ich nicht, die Schaufel. Die muss ich nicht reparieren. Vielleicht den Kabelreparierer. Ja, ja, ist ja gut. So, jetzt darf ich wieder springen. Dankeschön. Jetzt bin ich wahrscheinlich wieder... Ja. Ich bin wieder überlastet. Das geht's doch nicht. Mit drei schon wieder. Meine Fresse. So, was nehme ich denn? Machen wir es denn? Sunset Sarsaparilla. Da trinke ich gleich nochmal ein paar. Ich habe so das Gefühl, von denen bekomme ich noch eine ganze Menge. Von daher ist das nicht so schlimm. Wunderschön. Und ich hoffe einfach mal, dass es da oben in der Stadt was gibt, wo ich verkaufen kann. Oh, da ist jemand. Ja. Ich sehe meistens die Striche auf der Karte, bevor ich überhaupt hier was wahrnehme. Guten Tag. Ach, ist das so eine kleine Karawane hier? Hallo? Reisender Händler. Ah. Hallo, brauchen Sie was? Ja, doch. Klar, hier ist mein Sortiment. Zeig mal her. So, was hast du denn alles? 50 MG Sprengstoff? Bitte was? Sprengstoff. 40 mm Granate. Was braucht denn noch mein Granatwerfer hier? Braucht der nicht? Warte mal. Der brauchte doch. Granatengewehr. 40 mm Granate, perfekt. Impuls, Plasma und Plasma. Hä? ADW 11? Was ist denn da der Unterschied? Und ich habe keine Ahnung, was da der Unterschied ist. Aber ich hole mir mal... ja, ich bräuchte halt mal vielleicht das Panzerbrechen. Das ist mir aufgefallen, nicht wahr? Ach, guck mal, ist das schön. Das hat Tri-Beam Laser Rifle. Mhm. Okay. Ich nehme mir die mal mit. Ja, denn ich kann mir Waffen-Repair-Kits bauen. Das habe ich schon gesehen. Und dafür brauche ich, glaube ich, diese Dinge. Ein paar Dietriche. Purified Water. Ja. Ist nicht so wichtig. Sonst sind nur Karten, die ich nicht brauche. Stimpacks. Ja, mal gucken, wenn ich genug an die loskriege, dann kaufe ich mir die vielleicht. Ah, ich weiß nicht. Ich möchte eigentlich diese Granaten haben. Plasma Impuls. Also Plasma ist auf jeden Fall gegen Menschen ganz gut. Impuls, glaube ich, gegen Roboter, oder? Wie war das? Ich kaufe mir die mal alle. 500. Hm. Was kriegst du jetzt von mir? Von was habe ich zu viel? Das kriegst du nicht. Ich glaube, das Gift verkaufe ich ihm mal. Brauche ich eh nicht. Sheriff Ledermantel. Ich könnte mal die ganzen Parts loswerden. Aber wie mache ich das? Die Mikrofusionszelle brauche ich nicht. Ja, ich weiß, jetzt mögen vielleicht einige sagen, nee, du brauchst das später, wenn du Plasmawaffen benutzt, die ich nie benutzen werde. Genauso wenig Flammenwerfer brauche ich auch nicht. Ja, ich bin da sehr festgefahren, was das angeht. Ich nutze nichts, was ich nicht brauche oder was ich nicht nutzen will. An Waffen und so weiter. Atomic Cocktail, Bühnigkeit. Durst gibt der Energie, Feuer... Das ist so schwer, das Zeug. Drohnenakku, oh, Energiezelle kommt weg. Ja, ich weiß, vielleicht gibt es später noch Waffen, die sind ganz gut, aber... Naja. Ah, Pre-Warm Money. Nee, das hebe ich mir erstmal auf, das wiegt nichts. So, Radex... Nehmen wir. Oder? Nee. Right away will ich doch. Oder was? Nee, warte mal. Ich kenne mich hier nicht aus. Vielleicht brauche ich das noch. Hm. Hm. So, haben wir wieder. Psycho brauche ich nicht. Wie gesagt, Drogen sind kacke. Medex. Nee. Jetzt verkaufe ich das schon wieder. So, Medex brauche ich nicht. Jet brauche ich nicht. Alles Drogen, die ich nicht nutzen will. Was gibt noch ganz gut Geld? Ja, Nahkampf brauche ich auch nicht. Wodka. Jetzt werde ich mal alles los, ne? Stealth Boys braucht man eigentlich in der Regel auch nicht. Tiergift heilen. Ja, okay. 9 mm brauche ich nicht. Die wiegen alle nur zu viel. Und damit hätten wir alles. Und ich habe sogar noch Geld gemacht. Toll, ne? Ja, das sieht doch viel besser aus, Leute. So, jetzt habe ich wenigstens mal ein bisschen Platz hier. Was ist denn hier los? Was machst du da für Geräusche, Brahmin? Okay, hier geht's wohl nichts. Ha. Sieht ja sehr geil aus, irgendwie diese Statuen. So,
Ich hoffe, ihr mögt das ein bisschen entschuldigen, diese Kaufeskapaden bei mir, aber ja, es ist halt Fallout, ne? Gehört dazu, finde ich, dass man hier manchmal so ein bisschen lange im Menü rumwurstelt. Wenn ich irgendwann mal Fallout 1 und 2 mache, hier, mache ich irgendwann. Oh, Scrap Metal, sehr gut. Dann wird das wahrscheinlich noch ganz anders laufen, weil da gibt es sehr viel Text und Gespräche und ich weiß gar nicht, ob ich das alles vorlesen möchte. Ich habe sie ehrlich gesagt nie gespielt, die ersten beiden Teile, aber es gibt viele, die darauf schwören. Leute, die mir hier schon geschrieben haben, ja, Fallout 3 war okay, Fallout New Vegas ist scheiße, aber es ist erträglich gewesen, Fallout 3. Und nichts gegen Teil 1 und 2. Das ist lauter Motorräder hier. Wer macht denn sowas? Und warum räumen die das nicht weg? Das ist doch alles gutes Material. Ah ja. Mojave Outpost Baracke. Cool, die haben das echt aus so ganzen Einzelstücken zusammengezimmert. Was haben wir denn da? Im Jahre 2271 trafen sich die Wüstenranger Nevadas und die Ranger der Republik Neukalifornien an diesem Ort, um den Ranger-Vereinigungsvertrag zu unterzeichnen. Entsprechend dieses Vertrages stimmten die Wüstenranger zu, Teil der RNK zu werden, sofern die RNK im Gegenzug den Hoover-Staudamm New Vegas und das südliche Nevada vor der Legion schützen würde. Ja, die RNK und die Legion, das scheinen hier so... Caesars Legion war das, ne? Das scheinen hier so die zwei großen Parteien zu sein. Was wollt ihr von mir? Du bist Sergeant Kilborn und du bist ein Prospektor. Sie kommen aus dem Norden? Sie müssen ja ganz schön irre sein, wenn Sie sich auf diese Straßen trauen. Ja, so ein bisschen, ne? Was ist das für ein Ort? Ein Außenposten der Mojave Outpost. Wir behalten eine große Menge Nichts im Auge. Fühlt sich an wie ein Brahmin-Verschlag für Karawanen. Sie werden hier eine Weile angehalten und müssen warten, bis die Straßen nach Norden frei sind oder ihre Freigabepapiere kommen. Sie sind wohl weit gelaufen. Wenn Sie den Staub runterspülen wollen, gehen Sie in die Kaserne. Da gibt's eine Bar. Nicht viel, aber besser als nichts. Mhm. Gibt es hier denn Arbeit in der Gegend? Keine, von der ich wüsste. Aber wenn Sie aus dem Norden kommen, dann können Sie freier reisen als die meisten anderen. Schauen Sie in der Kaserne nach. Vielleicht können Sie für jemanden wohin laufen, aber... Vorsicht auf dem Dach, da liegen Scharfschützen in Stellung. Wenn Sie Reparaturen brauchen, dann gehen Sie mal ins HQ. Sprechen Sie mit Major Knight, der hilft Ihnen, falls Sie Formulare ausfüllen können. Okay. Was sind das denn für Statuen? Die beiden stellen die Vereinigung dar, sind vor allem als Schattenspender nützlich. Wird nicht helfen, wenn die Legion kommt. Na gut. Passen Sie auf sich auf. Na klar mache ich das. Schattenspender. Hallo. Hallo. Howdy. Hallo. Howdy. 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 Hallo. Hallo. Jetzt hab ich dich. Feuer einstellen. Howdy. Howdy. Nein, Leute, ist nur Spaß. Ich töte ihn jetzt nicht deswegen. Obwohl ich dieses Howdy, ne? Beagle möchte einen neuen Sheriff für Prim. Ja, ja, machen wir gleich. Ich will mich erstmal hier umschauen. Was haben wir denn da alles? Brahmins. Wahrscheinlich, ja, du hast natürlich keinen Namen, habe ich mir irgendwie gedacht. Geht's denn da vorne noch hin? Sag mal, geht's da überhaupt weiter? Da hört doch die Karte auf, oder? Ja, tatsächlich, da hört sie auf. Deswegen ist doch alles abgesperrt. Was hat's denn bei den Brahmins hier? Wahrscheinlich gar nichts, oder? Hallo? Ja. Einfach nur liebe Tierchen. Ich mag die Brahmins irgendwie. Kühe sind ja so gutmütig. Und die haben zwei Köpfe, also müssen sie doppelt so gutmütig sein. Okay, da muss ich hin. Das ist voll verwirrend, da ich so viele Quests... Nicht auf. Darauf kann sich die Legion verlassen. Okay, das glaube ich dir. Ist irgendwie doof, dass ich zwei Questmarker habe. Oh, guck mal. Oder mehrere eben. Das lenkt ein bisschen ab. Oh, das ist nicht mal Diebstahl hier draußen. Das finde ich ja gut. Oh. Gibt es hier noch mehr? Kartenspiel sieht noch recht neu aus. Oh, oh, oh. Ah, nehmen wir alles mit. Alles feine Sachen. Na, ich hab's ja gesagt, ich habe irgendwie so das Gefühl, Sunset Sarsaparilla ist hier keine Mangelware. Von daher kann ich das alles schön einstecken. Wegsaufen, neue einstecken und so weiter. Was haben wir denn? Baracke. Aha. Guten Tag. Oh, was ist denn das? Oh, die leuchten. Wie schön die Flaschen leuchten. Was machst du da? Hallo. Sag mal, du nimmst ja einfach Kautabak. Ist hier Selbstbedienung oder was? Scheint so. Nuka-Cola Quarz. Ich dachte eben schon, Quantum ist ja so hellblau. Sag mal. Guck mal, der schiebt die einfach weg.
Warte mal, soll ich das ausnutzen? Düp, düp, dü, düp, 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 dü. Düp, düp, dü, düp, 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 düp. Nie. Komm schon, dreh dich rum. Ich will die Quarz haben. Ich will die Cola Quarz. Gib mir das. Hey. Na gut, sie da vorne sieht mich genau an, glaube ich. Ach Mist. Ah, die guckt mich alle. Ich glaube, das. Vielleicht kann ich die auch kaufen bei ihr. Wer bist denn du? Lass dich mal anquatschen, Süße. Guck mal, die kann ich einfach wegschieben. Merkst du gar nicht, ne? Ich bin immer noch erkannt. Aber sie sieht gar nicht her. Sie müsste. Ach Mist. Hallo. Hä? Nein. Eben war ich ganz kurz. Warte mal. Oh, kannst du jetzt mal weggehen? Die nehmen sich alle ihren Kram hier. Soll ich es probieren? Nee, komm, ich lass es. Howdy. Ein neues Gesicht im Außenposten. Kommt wohl aus dem Norden. Also, was soll es sein? Ja, gibt es hier Arbeit? Arbeit? Hier? Sprechen Sie mal mit Jackson im Hauptgebäude oder Ghost auf dem Dach. Aber Obacht. Sie ist ein ganz schönes Miststück. Verraten Sie ihr aber nicht, dass ich das gesagt habe. Sonst fange ich mir nachts auf dem Weg zum Klo eine Kugel ein. Oh, das wäre natürlich unangenehm. Was können Sie mir über den Outpost erzählen? Nicht allzu viel. Viele Karawanen, die nirgendwo hin können. Auch viele Soldaten, die nirgendwo hin können. Viele Prospektoren hier und da, aber die machen auch nicht mehr als nur für schlechte Luft sorgen. Alle hängen hier fest. Sollte ja eigentlich gut fürs Geschäft sein. Aber die Händler sind knapp bei Kasse. Sogar die größeren Karawanen. Na gut. Oh, hast du was zu verkaufen? Schauen Sie sich um. Schauen Sie sich um. So, was hast du denn Schönes? Brauche ich alles nicht, den Quatsch. Doctor's Bag. Wäre vielleicht gar nicht mal so übel. Habe ich da noch welche von? Warte mal. 8. Doctor's Bag. Ja, komm. Eine muss. Stimpack habe ich noch. 24. Leute, ich werde das schaffen. Ich sag euch jetzt schon mal, ich habe irgendwann 1000 davon. Das schwöre ich euch. Ja, ich habe keinerlei Hintergrund dafür, Hintergrundwissen, um das ein bisschen festzulegen, dass es wirklich so sein wird. Ich sag das jetzt einfach nur. Nur Quatsch für mich. Jagdrevolver, Matchtrommel. Aha, reduziert Streuung. Sehr schön. Ich habe keinen Revolver. Kleinkalibergewehr, Laserpistole, Rückgewinner. Füllt Munition auf. 1 von 4 Schüssen. Cool. Okay. Sturmkarabiner. Habe ich gar nichts davon, leider. Körperteil wiederherstellen. Das ist doch bestimmt eine Droge, Leute. Auch wenn es jetzt hier als Aid steht. Dafür habe ich die Doctor's Bag. Nee, komm. Das ist eine Droge, die packe ich weg. Ich will hier nicht drogenabhängig werden, habe ich schon mal gesagt. Anti-Venom lassen wir mal drin. Oh, Bürgermeister Staines Tagebuch. Das habe ich ja gelesen. Was haben wir noch? Red X. Ich weiß nicht. Das Vorkriegsgeld hebe ich mir mal auf. Das hebe ich mir auch alles auf. Es ist so viel. Man hat einfach viel zu viel hier. Viel zu viel. Boxing Times. Das kannst du haben. Waffenlos ist mir sehr unwichtig. Cherry Bomb, Duct Tape, Empty Syringe, Leather Belt. Nur Quatsch. Ich hab nur Quatsch, aber alles ist so nutzlos, nützlicher Quatsch. Nutzlos. Nutzvoll. Der doofe Beagle hat mich ganz abgelenkt mit seinem Geschwafel. Ne? Cass. Cass? Willst du Ärger? Wenn du so fragst, nö, ich schau mich nur um. Tja, dann sperr mal hübsch die Augen auf. Sonst verpasse ich dir eine, dass dir schwarz davor wird. Keine Zeit für Gaffer. Oder irgendwen, der was sucht, was ich nicht loswerden will. Was hast denn du für ein Problem? Alles in Ordnung? Ob's mir gut geht? Nein, mir geht's nicht gut. Ich trinke, um zu vergessen, aber es macht mich nur wütend. Whisky bringt mein Blut zum Kochen. Heute noch mehr als früher. Im Westen hat das Saufen jede Menge Ärger gemacht. Bis ich genug Leute umgehauen hatte. Dann waren sie lieber still, wenn ich Whisky gekippt hab. Okay, was versuchen sie denn zu vergessen? Hab meine Karawane auf dem Weg nach Norden verloren.
Der Fahrer wurde verkorkelt. Sie haben nicht mal die Ladung geklaut. Es ist nur noch Asche über. Das klingt aber nicht nach Raidern. Ich tippe auf die Legion. Wollen die Versorgung der RNK kappen. Sieht man am Mojave-Outpost. Wird besser bewacht als eine Vegas-Jungfrau. Keine Karawanen gehen raus und keine kommen rein. Und versucht darüber mal mit Jackson zu reden. Sagt immer, die Straßen sind nicht sicher. Ach, ehrlich, du abgehalfterter alter Wichser. Da brauche ich keinen Gelehrten der Bruderschaft, um das zu merken. Ich glaube, ich mag sie irgendwie. Was werden sie tun? Saufen. Hab eine Menge Erinnerungen zu ertränken. Wenn ich dabei draufgehe, ist es halt so. Hab nirgendwo anders hinzugehen. Jackson will mich nicht nach Norden ziehen lassen. Ist nicht sicher. Und obwohl meine Karawane weg ist, muss ich wegen den Papieren hierbleiben. Bist also wegen Arbeit hergekommen. Mein Tipp? Such das Büro der kaminroten Karawane im Süden von Vegas. Die können dir helfen. Na gut, ich gehe dann mal. Pass auf dich auf. Oh, Herzschmerz nach Ansage. Alles klar. Cass ertränkt ihre Sorgen am Mojave Outpost. Ihr Rat? Arbeite für die kaminrote Karawane. Okay. Das mache ich doch, wenn ich mal da unten bin. Oder da oben, besser gesagt. Ein Spachtel. Da werde ich mich da mal umsehen. Ach komm. Ja, meins. Und meins. Und meins. Kampflos geben wir nicht auf. Darauf kann sich die Legion verlassen. Kampflos geben wir nicht auf. Darauf kann sich die Legion verlassen. Das ist ja schön. Sagt ja auch keiner, dass ihr das machen müsst. Flour. Was soll ich mit Mehl hier? Grilled Mantis. Oh, guck mal da. Die ganzen Waffentruhen. Alle leer. Sagt ja keiner was, wenn ich mich hier mal kurz umschaue, so ein bisschen, ne? Ist alles cool. Guck mal, ich kann da schlafen in den Stockbetten. Einfach so? Ich dachte, ich darf nicht in fremden Betten schlafen. Das Spiel verbietet mir das doch. Ach toll, die sind alle leer. Das ist ja langweilig. Ich dachte, ich kann jetzt hier ein paar Truhen knacken. Keine einzige ist da... Oh, da liegt einer. Keine einzige ist befüllt. Hey. Hallo, ich hab nichts geklaut. Ich fühle mich immer so schuldig, wenn mich jemand anquatscht. Hey, was machst du da? Ich? Na, ich gar nichts. So. Ach, du bist Ghost wahrscheinlich, ne? Schießt du Leuten Kugeln in den Hintern, wenn die nachts aufs Klo gehen, oder was? Sind sie Kurier? Falls ja, könnte das ihr Glückstag sein. Wenn ihnen ein Fußmarsch nichts ausmacht und ihre Augen gut sind. Na, es geht so. Hängt von der Arbeit ab. Es gibt wohl Probleme in Nipton. Kein Verkehr von dort auf den Straßen. Das kann man zwar irgendwie erklären, aber den Rauch über der Stadt nicht. Da ist sicher was passiert. Ich muss nur wissen, ob es Überlebende gibt. Könnte die Pulverbande gewesen sein bei all dem Rauch in der Luft. Wenn da noch jemand ist, dann sicher im Rathaus von Nipton. Gehen Sie dorthin, schauen Sie nach und lassen Sie mich wissen, was Sie finden. Okay, ja, ich mach's. Nun gut. Sieh mal einer an, wie motiviert Sie sind. Naja. Wenn der Rest hier doch nur Ihre Einstellung hätte. Hören Sie. Ich will nicht, dass Sie hierfür draufgehen. Wenn es dort Probleme gibt, will ich, dass Sie sich umsehen, nicht Ihr Leben riskieren, okay? Ja, ja. Gibt es Neuigkeiten aus dem Westen? Kimball ist Kimball. Der peilt überhaupt nichts. Die Karawanenfamilien machen Ärger. Die große Runde wird nervös. Alles wie immer. Wenn Sie Gerüchte wollen, gehen Sie runter in die Bar. Da gibt es genug heiße Luft. Ich muss hier Wache halten und dann das Tagesprotokoll ausfüllen. Hört sich spannend an. Na gut. Vorsicht auf der Planke, wenn Sie rausgehen. Fall nicht auf den Arsch, wenn du die Treppe runtergehst, so ungefähr, ne? So, dann bin ich nochmal hier. Ja, da geht's auch noch hin. Alles klar, da ist auch die Quest, die mich hierher führt. Okay, bist du ein Major Knight? Karawane, Bürger, Pilger oder... Kurier. Ich trage das ins Logbuch ein, überwache den ganzen Verkehr durch den Außenposten. Auch wenn wir momentan nur Eingänge und keine Ausgänge haben. Wenn Sie den befehlshabenden Offizier suchen, der ist hinten. Aber er hat eine Menge zu tun. Wenn Sie was zu sagen haben, fassen Sie sich kurz. Wenn wir uns Ihre Ausrüstung mal ansehen sollen, lässt Sie das machen. Falls Sie die Arbeitsanweisung und die Anträge für Teile unterschreiben. Okay. Wie kann ich denn helfen? Hilfe? Nun ja, Sie könnten mit Ranger Jackson sprechen. Vielleicht hat er was für Sie.
Er leitet die Sache hier. Meistens schickt er nur Berichte nach Westen, die nicht gerade die besten Neuigkeiten enthalten. Okay. Ich habe Sachen, die repariert werden müssen. Alles klar, dann unterschreiben Sie bitte hier, hier und hier. Ah, alles klar. Das ist 584 für alles. Nö, warte mal. 267, was sind das für Wucherpreise? Guck mal, das gibt mir nicht mal Schaden mehr. Saltner Granatwerfer. Ich meine, ihr seht's ja hier. SW8 habe ich da und plus 0 ist halt nichts, aber ich sag mal, wenn es nicht viel kostet. Ja, das geht alles. Der Cowboy-Repetierer kostet, glaube ich, am meisten. Die Pistole bringt mir auch nichts. Die Schaufel nutze ich nicht als Waffe. Robuste Karawanen, ja, die nehmen wir. 1% für 15 Kronkorken. Rechnet euch mal aus, was 100% wären. Die scheint richtig gut zu sein. Achso, ich würde gerne mit Ihnen über Prim sprechen. Prim? Hayes-Einheit ist da stationiert. Hayes. Hatten wohl ein paar Probleme mit RNK-Sträflingen aus der JVA. Wie kann ich Ihnen helfen? Was heißt denn JVA? Hayes hat zu wenig Leute und bittet um zusätzliche Unterstützung. Ich würde ja helfen, aber wir können keine Truppen entbehren. Wir müssen eine Grundbesatzung im Außenposten lassen. Befehle aus dem Westen. Ah, wäre Prim und die Handelsroute unter RNK-Kontrolle, wäre dem Westen aber geholfen. Das erscheint mir schlau. Ich werde eine Einheit per Funk nach Prim schicken, um denen dort zusätzliche Unterstützung zu bieten. Das war jetzt voll schwer, ne? Na gut, auf Wiedersehen. Sir? Ma'am? So, gucken wir mal weiter. Ein Verkaufsautomat. Könnt ihr mal ganz kurz weggucken, du da vor allem? Der andere kriegt gar nichts mit, glaube ich. Ich will mir mal kurz ein paar neue Dinge aneignen. Ist kein Diebstahl, ich leih's mir nur. Und gib's dann an den nächsten Händler weiter, den ich finde. Bin ich immer noch... Oh, natürlich. Geh doch mal weg. Hallo. Hallo. Das ist doch unglaublich hier. Da kann man sich nicht mal in Ruhe umsehen. Die sind alle so paranoid. Oh, Maddox nehmen wir mit. Lalala, ich gehe das dann gleich wieder verkaufen. Besitzumverteilung nennt man's ja. Kocken. So eine Patrouille durch die Mojave lässt einen fast auf einen nuklearen Winter hoffen. Ja, könntest du recht haben. Boah, es ist aber auch heiß, Leute. So eine Patrouille durch die Mojave lässt einen fast auf einen nuklearen Winter hoffen. Das ist ihr Motto, glaube ich. Oh, Werkzeugschränke. Was haben wir denn da? Kontakter, ne. Hey. Ich glaube hier nichts. Nicht, dass ihr denkt, ich mach sowas. Nein. Messer, nein. Schränke alle leer, Schreibtisch leer. Leer. Ich werde mal speichern, sicherheitshalber. Zigaretten. Beliebtes. Kampflos geben wir nicht auf. Darauf kann sich die Legion verlassen. Hey. Beliebtes. Schmuggelmittel, Schmuggelware. Hallo. Ist hier noch jemand? Hallo. Kein Schwein da. Oh. Guck mal, was die alles hier rumliegen haben. Das ist ja unglaublich. So, jetzt kann ich erstmal wieder 20 Sunset Sarsaparilla saufen. Ich könnte ja auch mal diesen gepanzerten Overall wegschmeißen, aber... Ach, ihr habt mir gesagt, ich soll diese blauen Kästen benutzen. Übrigens diese... diese Postkästen da. Diese Briefkästen. Und da kann ich dann Zeug hin und her schicken und muss es nicht mal rausnehmen. Das ist voll gut. Ja, Gecko Steak. Mampfen wir mal. Ramen Steak mampf ich auch mal. Dann kann ich. Nee, ich bin immer noch zu schwer. Warte mal. Wo haben wir es denn? Sunset Sarsaparilla. Bist du. Hey! Sie können sich das nicht einfach so nehmen! Was? Was nehme ich mir denn? Sieht aus, als hätten wir einen neuen Besucher im Brahmin-Verschlag. Nicht viele Leute kommen hier eilig her. Die meisten sind nur auf der Durchreise. Für die Durchreise ist es aber ein denkbar schlechter Zeitpunkt. Die Straße nach Norden ist die Hölle. Warte mal. Ernsthaft, nehmt ihr mir jetzt mein Zeug weg? Ich hoffe mal nicht, dass die mich jetzt hierbei entdeckt haben. Haben die das mitgekriegt, wie ich mir hier was klaue? Was seid ihr für Arsche? Ich darf mir doch wohl mal hier was nehmen. Ich meine, es ist ja wohl nicht verboten. Nur weil ich eben was getrunken habe? Ernsthaft? Ja, warum bin ich erkannt? Ich bin doch ganz weit weg hier. So, warte mal. Nee, ich mach das jetzt heimlich. Heimlich essen und trinken. Kommt schon wieder einer. So eine Sau.
Nee, jetzt mal ernsthaft? Das wird mir angerechnet, wenn ich hier was futtere? Iguana Beats, komm, alles weg mit dem Schmuck. Komm hier, wo haben wir's? Sunset Asparilla. Ich bin nicht, aber... Ja, ich bin nicht. Oh, einen Sternkorken habe ich bekommen. Wie viel habe ich denn jetzt eigentlich schon? Sonstige, ist das hier? Scrap Electronics, Schneekugel, 16. Okay, cool. Sieht aus, als hätten wir einen neuen Besucher im Brahmin-Verschlag. Nicht viele Leute kommen hier eilig her. Die meisten sind nur auf der Durchreise. Für die Durchreise ist es aber ein denkbar schlechter Zeitpunkt. Die Straße nach Norden ist die Hölle. Da würde keine Karawane durchkommen. Mhm. Kann ich irgendwie helfen? Hilfe? Nein, ich weiß das Angebot zu Wissen Sie was? Ja, ich kann Hilfe brauchen. Und Sie scheinen sich auszukennen. Die Karawanen müssen weiter. Das heißt, der Weg nach Norden muss geräumt werden. Aktuell kriecht einfach zu viel auf dem Asphalt herum. Na gut, dann sind wir im Geschäft. Danke, ich weiß das zu schätzen. Kommen Sie wieder, wenn Sie fertig sind. Vielleicht kann ich Sie mit ein paar verlorenen Vorräten bezahlen. Wir verstehen uns. Ich mag den Kerl irgendwie. Der Malocha-Schnäuzer ist cool. Hör auf dein Herz. So, das ist wunderbar. Da werde ich jetzt erstmal zurück nach Prim gehen und den guten Leuten dort die frohe Kunde bringen. Die frohe Botschaft verkünden. Was muss ich denn jetzt eigentlich für ihn tun? Hör auf dein Herz. Die Monster am Ivan Pah Trockensee beseitigen. Was ist denn das? Ach, das ist direkt hier. Da war ich doch quasi schon eben. Warum habe ich da nichts gesehen? Naja. So, Aufgaben. Ich will einen Sheriff als Mann. Haze! Mit Haze reden. Ja, was mache ich dann jetzt? So, ich mache das aber ganz schnell. Schnellreise. Prim. Ach so, da hätte ich... Ach, das wäre die Alternative gewesen, dass ich hier hingehe. Oder halt eben zur Justizvollzugsanstalt. Ja gut, das habe ich jetzt... Habe ich jetzt ganz einfach gemacht. Durch Quatschen. Ihr habt schon gesagt, die Quatschen-Funktion... das Charisma, das ist hier ein bisschen zu hoch angesiedelt. Und man sollte doch eigentlich das Ganze mehr questtechnisch lösen. Wo ist er denn jetzt? Achso, ich muss mit Haze reden. Warte mal. Ach, warte, hier war noch was. Ja, ich erinnere mich. Genau, da konnte ich noch was... Ah, das ist eine Überraschung. Werdet ihr gleich sehen. Habe ich gar nicht dran gedacht letztes Mal, ne? So gar nicht. Hier, der Roboter. Beschädigter Roboter. Hierbei handelt es sich um ein weiterentwickeltes Modell des Roboters mit verstärktem Gehäuse. Es ist recht abgenutzt und scheint schon einiges durchgemacht zu haben. Man sieht aber kaum schwere Beschädigungen. Reparieren? Einige der Servomechanismen und Gyroskope müssen rekalibriert oder ersetzt werden. Aber es sieht ganz so aus, als ob man den Roboter reparieren könnte. 65 erforderlich. Die Elektronik in Augenschein nehmen. Warte mal, mit Ersatzteilen. Es sieht so aus, als ob die beschädigten Servos und Gyroskope mit den richtigen Ersatzteilen ersetzt werden könnten. Habe ich nicht. Altmetall habe ich, aber Sensormodule und Elektroschrott. Die Sensormodule, da habe ich vorhin eins verkauft. Na, erstmal Wissenschaft. Nur wenige der Elektrotechnik-Hauptsysteme scheinen noch voll funktionsfähig zu sein, aber die redundanten Systeme funktionieren alle. Wenn man die Hauptsysteme umgeht, sollten die Sekundärsysteme das kompensieren und die Reparatur leichter machen. 55 Wissenschaft erforderlich. Wie viel habe ich denn aktuell? Mr. Stadt. Wissenschaft. 40. Ah, alles klar. Na, ich komme dann später nochmal her. Wenn ich ein paar Skills verbessert habe. Der Rauch sieht komisch aus. Sunset Asparilla. Da ist wieder so ein blauer Kasten. Nee, das ist der gar nicht. Wo ist denn hier noch so ein blauer Kasten? Ich habe bisher nur einen gesehen. In Good Springs. Hier? Ach, guck mal, da ist noch... Naja, das ist auch wieder so ein Posteinwurfkasten. Da ist keiner mehr. Hier ist keiner. Schade. Ich dachte, hier wäre noch so einer. Na gut. Dann werde ich mal ganz geschwind zu den RNK-Futzis gehen, zu Haze und mit dem reden. Vielleicht kann der ja weiterhelfen. Na gut, auf jeden Fall kann der weiterhelfen. Das ist ja auch der Auftrag, nicht wahr? Na gut, aber Leute, ich beende schon mal an dieser Stelle. Es wäre sehr lieb von euch, wenn ihr mich weiterhin unterstützt mit Likes und Kommentaren. Ja, was wäre eigentlich passiert, hätte ich jetzt das andersrum gemacht mit der JVA. Wäre ich da hingegangen und hätte da den Sheriff angeheuert. Ich meine, wenn er schon im Knast sitzt, dann ist er bestimmt kein guter Typ, oder? Was wäre denn da passiert? Naja, schreibt mir das gerne, wenn ihr es wisst. Ansonsten, nicht unbedingt spoilern. Weiß ja nicht. Hey. Hey.
Howdy, ja, ich geb dir gleich Howdy. Naja, auf jeden Fall, wir sehen uns wieder nächstes Mal bei... Was ist das da vorne? So, Fallout New Vegas.